Oh, da ist sie umgefallen. Noch Balladen. Ich hätte sie früher heilen müssen. Also ja, die Kämpfe haben es definitiv in sich. Und habe ich nicht eine Autopause drin, dass, wenn meine Charaktere zu schwer verletzt sind, dass ich Pause kriege? Muss ich jetzt gerade mal kurz in den Optionen gucken. Niedrige Gesundheit. Unter 25%, ja. Entweder ich verpeile die Pause oder es gibt sie nicht. Das ist so Athletik wieder. Okay, wieder dasselbe Spielchen. Du dich. Du sie. Hat jetzt wieder... Anstieg des Ruhms, berühmtes Titania. Hat jetzt die beiden getroffen, ihn nicht. Oh, der Weise kommt hervorgeschossen. Das ist gut. Dann könnte ich dem mal gleich eine volle Breitseite verpassen. So, gut. Du Federwurf auf den... Du Herzschuss auf ihn. Was können wir noch auf ihn zaubern? Gerade nichts. Du sicherheitshalber mal die kleine Heilung auf sie. Okay, Bogenschütze ist tot. Gebt euch nicht mit der Sonnenwache ab, sondern tötet erst den da. Der wird umgehauen, der wird... ...ordentlich geschwächt. Das ist Heilung. Das war Urteil des Beobachters. Ach, Landfee trifft sein Ziel. Ah, das ist eine Fähigkeit. Ich muss mal ein bisschen sortieren bei ihm, was Zauber sind. Was Fähigkeiten sind. Ach, das ist Nahkampf. Okay. Okay. Du hast wieder deinen Herzschuss, dann mach den mal. Okay, Taunt ist nicht mehr nötig. Dann taunte den. Und auch wenn es übertrieben ist, vereist den mal. Du kannst sie nochmal heilen. Plus 25 Gesundheit. Even a Fury needs her sleep. Plus 4 Gesundheit. Achso, Wirkungsbereich halt auch andere Verbündete. Gut. Was haben wir hier? Stab des borealen Frosts. Kapuze des Weißen. Habe ich dir eigentlich jetzt eine Kapuze gegeben? Nee, nur einen leichten Lederhelm. Und du trägst ja den Helm des scharlachroten Wüters. Gut. Ja, so muss ein Kampf aussehen. Dörfler. Slow and steady. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich gespeichert habe, deswegen speichere ich sicherheitshalber nochmal.
Ist da vielleicht mein Eisen drin? Nein, und Topas und Achat. Kairos' Butchers have come! Flee! So, was ist hier drin? Rückzug. Hauptmann Matani signalisiert ihren Truppen, sich in das nahegelegene Dorf zurückzuziehen. Es sind zu viele. Sie haben den Fluss überquert. Zieht euch zurück. Die Soldaten der Ventrim-Wache eilen nach vorne und nehmen eine enge Verteidigungsformation an, um Hauptmann Matanai bei ihrem Rückzug zur nahegelegenen Siedlung zu schützen. Deine Waffe bedrohlich schwenken. Wehrt euch nur, wenn ihr Weiße zurücklassen wollt. Ich habe Pelox Florian erschlagen, euren angeblich besten Kämpfer. Wenn ihr Kotzbock als dieses sterben wollt, dann nur her mit euch. Halt, ich will doch nur reden. Sterbt, Eidbrecher, ich will doch nur reden. Deine Aufforderung steht aus taube Ohren. Die Soldaten der Vendrim-Wache rücken vor. Oh. Ehrenwache, Grenzläufer, Bogenschütze, Weiser. Heads off, we have company. Okay. Alle erstmal auf den Bogenschützen. Auf den Grenzläufer. Du bittest die Ehrenwache. Okay, der Bogenschütze, der will sich nicht mit einmischen, aber der Weise mischt sich ein. I'll take care. Feels like my blood is on fire. Warum rennst du auf den Weisen zu? Nicht so gut. Also die Buffs sind auf jeden Fall notwendig. Ich wünschte, ich könnte einfach die Brücke runterlassen. Und gut wäre das. Aber ich sehe jetzt leider den Mechanismus an der Brücke nicht. So, gehen wir erstmal aus der Deckung raus und speichern nochmal ab, dass nicht ständig die Dorfbewohner wegrennen. At once. So. Ja. Du kannst nichts machen, du kannst dich buffen, du kannst sie buffen. Du machst das auf dich selber, du buffst dich selber. So. Deine Waffe bedrohlich. Athletik-Skill. Einer der Soldaten flieht. Der Bogenschütze hier, oder? Ja. Ehrenwache, Grenzläufer. Habe ich ihm jetzt den Befehl abgebrochen? Ja. Haben noch alle anderen ihren Befehl? Jo. Du hingegen wirst gleich schon mal böse gehauen. Also wirkst du das bitte auf dich. So, du wirkst das auf die Ehrenwache. Jetzt kümmern wir uns um den Weisen. Sonst wird das wieder nichts.
während er die Ehrenwache bindet. Sie braucht eine Heilung. Oh, that one fucking hurt. Get back here. Gut, das war die Heilung von dir. Dann heilst du sie gleich nochmal. I will aid you. Sag bloß, die hat jetzt Panik. So ein Herzstoß auf dich. Du wirfst deinen Federkiel wieder. Okay, sie ist wieder im Kampf, also hau den Weißen um. Und du kannst im Augenblick nichts. Ah doch, du kannst seine Rüstung mal schwächen. Außergewöhnliche Verteidigung ist okay. Du auf den Bogenschützen. Und jetzt alle auf den da. So, der ist jetzt mit einem Stich markiert, oder? Ja. Plus 20 Genauigkeit. Damn thing couldn't pierce cloth. Ah, du heil dich mal. Oder auch nicht. Naja, nach der Mission brauchen wir eh mal eine Pause. Damn thing couldn't pierce cloth. Sie ist jetzt auch schwer verwundet. Das bringen wir aber gerade noch hin. Nein, bringen wir nicht mehr hin. Dann halte ich mal selber. Du hältst ja zum Glück noch ein bisschen was aus. Stich den mal wieder. Au. Jetzt ist noch der Bogenschütze übrig, aber der ist kein Problem. So. Pull yourself together. Okay. Das war's schon. Alle haben jetzt mindestens eine Wunde. Also rentiert sich das Rasten hier schon mal. Eisernes Großschwert und ein ruinierter Falks. Hervorragende Arbeit, Schicksalsbitter. Wir werden die Brücke gegen jegliche feindliche Verstärkung halten. Mhm. Wir sollten unseren Schwung nicht verlieren. Auf ins Dorf. Wir werden sobald wie möglich... was? Wir werden sobald wie möglich aufschließen. Okay. Blutbus und Vagabundenprim. Heißt das jetzt hier? Nicht mehr Goldrot-Priem, sondern Vagabunden-Priem. Und hier ist ein zertrümmertes Eisenschwert. Ergänzung hinzugefügt. Ah ja, du hast eine zerbrochene Kiste gefunden, in der sich eine zersplitterte Geschmähtenwaffe befand. Hierbei muss es sich um einen Teil der Lieferung handeln. In der Nähe sind bestimmt noch mehr Hinweise zu finden. Ja, darauf kommen wir nicht. Hier haben wir uns schon alles angeschaut. Und hier oben geht es dann wahrscheinlich ins Dorf. Also dann haben den Preis für die Inkompetenz der Geschmähten bezahlt. Wir wollen mal nicht vergessen, wer
die Eroberung dieser Brücke möglich gemacht hat. Ja, ich. Hervorragend dabei. Es bleibt nur noch Hauptbabatadi Sibyl im Norden übrig. Ja, die wird aber auch wahrscheinlich gut ausgerüstet, gut auf uns warten. So, ich könnte mit den Leuten einen Plausch jetzt halten oder mal rasten. Rasten ist eine gute Idee. So. Ist schon der nächste Tag?